Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein, ja, fettes PR-Boxen-Unboxing für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also manche Marken habt ihr wahrscheinlich schon sowohl in meinen Videos gesehen, als auch schon bei anderen YouTubern oder Instagrammern oder so. Ich habe aber ein bisschen was zugeschickt bekommen und möchte euch einfach ein paar Produkte zeigen, euch ein paar Rabattcodes mit an die Hand geben und das möchte ich gerne dann immer wieder gebündelt auch in solchen Videos machen. Sammy ist auch mit am Start und schnüffelt sich hier durch die Gegend. Für ihn ist leider nichts mit dabei. Nein, leider nicht, aber das ist nicht schlimm, denn Sammy hat genug. Marci, du hast genug. Er glaubt mir das nicht. Okay, genau, es sind Marken, die auf mich zugekommen sind, ja, die einfach nach einer Kooperation gefragt haben und mich gefragt haben, hast du Bock, mal die Produkte auszuprobieren? Und da ich hier nicht nur Werbefläche für Unternehmen teilweise bin, sondern auch sehr gerne die Produkte für euch eben teste und eben auch meine ehrliche Meinung nachher dann in meinen Aufgebraucht-Videos oder im Laufe der Zeit für euch so abgebe, habe ich zugesagt. Also jedenfalls bei den Unternehmen, wo sich die Produkte jetzt auf meinem Tisch befinden. Denn ich persönlich finde es immer sehr wichtig, vor allem wenn man halt diese Masse an Produkten sieht, dass man vielleicht auch jemanden hat, dem man ein Stück weit vertrauen kann und wo man sagt, okay, ich sehe vielleicht auch sogar eine Veränderung bei der Person oder wie auch immer. Also das ist halt auch das, weswegen ich überhaupt die Kooperation annehme. Natürlich ist es nice, wenn man Produkte für Umme bekommt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, steuerlich muss man es ja auch angeben und so, aber auf der anderen Seite ist es für euch halt auch super hilfreich und ich merke auch, dass da sehr, sehr viel positives Feedback kommt zu mir eben, dass ihr halt auch zum einen mir vertraut und auch euch die Produkte nachkauft gegebenenfalls und dann auch sagt, hey, das hat wirklich gut funktioniert oder hey, danke, dass du mich davor bewahrt hast oder hey, ich habe das Produkt auch und du hast einfach vollkommen recht, ne? Und eben, weil ich deswegen, ne, das ist, solche Videos sind immer schwierig, aber ich möchte das so ein bisschen vorab einfach so als kleinen Disclaimer geben, ja. Ne? Einfach um euch zu zeigen, was jetzt demnächst hier so getestet wird. Ein paar Sachen habe ich schon getestet, ein bisschen was habe ich auch schon in Anwendung. Und ja, jetzt labere ich schon wieder so viel. Wir starten einfach mal. Es wird in diesem Video auch eine Verlosung geben. Ich stelle euch einfach ein individuelles Beauty-Paket zusammen. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Individuell heißt, wenn ihr gewonnen habt, dann schreibe ich euch an. Frag euch, was ihr dann auch überhaupt verwendet an Produkten. Weil ich habe das jetzt so in der Vergangenheit gemacht, dass ich dann ja random Pakete gepackt habe. Aber ich fand das dann immer ein bisschen schade, wenn dann jemand, der zum Beispiel überhaupt gar nicht Lippenprodukte oder sowas verwendet, dann einen Lippenstift drin hatte oder wenn jemand mit trockener Haut ein Produkt hatte für ölige Haut und deswegen, ne, sage ich individuell und so möchte ich das auch einfach in Zukunft gestalten, weil ich eben mittlerweile so einen großen Fundus habe, aus dem ich schöpfen kann und ich glaube, das kommt dann auch einfach ein bisschen besser an, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare, das fände ich auch mal ganz interessant von euch zu erfahren. Ich starte einfach mal mit Schmuck. Ja, ich habe damals vor ein paar Monaten einen Adventskalender ausgepackt. Nicht nur einen, ich habe dreistellig Adventskalender ausgepackt, Leute. Da war auch der von iCrush mit dabei. Und iCrush ist ein Unternehmen, was aus Deutschland kommt. Aus Hürth, glaube ich. Warte, lass mich nicht lügen hier. Hürth, genau, aus Hürth. Und die haben mich gefragt, ob ich Bock auf eine Zusammenarbeit habe. Und da habe ich zugesagt, weil ich fand den Adventskalender cool. Ich habe auch passend natürlich heute so ein bisschen Schmuck aus dem Adventskalender dran, an meinen Ohren. Also einmal diese Ohrringe, die hier so wunderschön funkeln und auch die beiden Earcuffs, die ich hier dran habe, trage ich tatsächlich sehr gerne. Also die Ohrringe trage ich auch im Alltag super, super gerne. Übrigens, ja, ich habe mich geschnitten an einer Futterdose für Sammy. Nicht drüber nachdenken. Die Earcuffs trage ich tatsächlich nur, wenn ich Videos drehe oder wenn ich Besuch hier hätte, was ich nicht wirklich habe, wenn ich mich abends einfach mal schick mache und meine Haare geschlossen trage. Weil ich habe zu viel Angst, dass die mir rausfallen und dass die verloren gehen. Auch wenn die relativ fest sitzen, man kann sie so abziehen und ich fussel mir ja viele am Kopf rum, ne? Und dann fliegen die einfach schnell ab. Egal, anderes Thema. Ich habe zwei Ketten zugeschickt bekommen plus eine Überraschungskette. Und man bekommt das wohl immer in so einem kleinen Paketchen, diesen Schmuck. Hey ja, nice to meet you. Übrigens super witzig, dass es auf Englisch ist, obwohl es eine deutsche Firma ist. Nur mal nebenbei, ne? I am very excited to be a part of your life from now on. Ich bin sehr gespannt darauf, ein Teil deines Lebens von jetzt an zu sein. My purpose is
is to always remind you of your greatness. Meine Absicht ist, dich immer daran zu erinnern, wie wundervoll du bist. Thanks for choosing me. Danke, dass du mich ausgewählt hast. Get your crush love. I crush. Genau, und so kommt das dann immer an. Finde ich super schön. Ich bin ja ein Fan davon, wenn in Kartons was reingedruckt ist, was irgendwie niedlich ist, ne? Ja. Dann haben wir eine Karte dabei. Love more. Genau, in verschiedenen Schreibweisen. Und das ist einfach eine Karte, die man so nehmen kann. Da steht da drauf, write something. Schreib etwas. Wie selten schreibt man noch Karten, ne? Ich persönlich bewahre solche Karten einfach auf und mach sie mir irgendwann. Ich habe hier so eine ganz leere Wand, die aber vollkommen durchlöchert ist, durch den Vorbesitzer des Hauses, glaube ich. Da sind Dübel in der Wand und so weiter. Wir haben diesen Raum ja noch nicht renoviert. Vielleicht mache ich diese Wand voll mit Postkarten von Kooperationspartnern, von Tauschpaketpartnern, von euch, von allen, wo ich Karten von habe. Ich glaube, das ist ganz witzig, wenn ich das mal machen würde. Ne? Also schöne Karte auf jeden Fall. Und dann habe ich hier drin ein Samtsäckchen. Dann habe ich hier drin ein Thank you. Hey, yeah, thank you for choosing us. We can't wait to see you shine with our jewelry. Lots of love, I crush. Also, ne, die bedanken sich hier nochmal, dass man sich für den Schmuck entschieden hat. Und dann haben wir hier noch zwei solche Päckchen drin. Genau. Der Schmuck übrigens aus der... Achso, und hier unten sind noch die Instagram-Geschichten drin. I crush jewelry und der Hashtag, den habe ich ja auch hier in der Videobeschreibung mit reingepackt, ne? Genau. Alle Produkte, die ich euch zeige, sind auch in der Infobox verlinkt übrigens. Ja, I crush. Deutsche Firma, die kommen aus Deutschland. Eine deutsche Firma, die aus Deutschland kommt, genau. Die haben auch ganz interessante Geschichten. Also die haben mega krasse Rabattaktionen. Deswegen habe ich jetzt hier keinen individuellen Rabattcode, weil die aktuell sowieso so eine bis zu 70% Rabattaktion bei sich haben. Dann gibt es noch diese Crush Love Box, wie auch immer. Da zahlt sie irgendwie 29 Euro Quetsch für. Hat aber irgendwie einen Warenwert von 70 oder was habe ich mir aufgeschrieben? Ich habe mir Notizen gemacht. 24,90 zahlst du und die hat einen Wert von 60 Euro und beinhaltet wohl irgendwie zwei Schmuckstücke. Genau. Und es gibt aktuell auch eine Kette gratis. Das ist die Mismatched T-Bar. Und ich glaube, dass diese Kette hier drin ist. Das ist nämlich dieses Überraschungsgedöns. Und das packen wir mal zusammen aus. Sie soll nämlich einen Wert von 39 Euro haben. Genau. Und wenn du für 50 Euro was in dem Shop shoppst, bekommst du die halt für Umme mit dabei. Und genau. Die ist jetzt hier ein bisschen verheddert, weil die natürlich jetzt in dem Säckchen drin war und nicht in einer Verpackung. Oh, da ist ein Knoten drin. Nein! So. Schmuck gibt es dort übrigens in Gold, Silber und Roségold. Und so schaut die Kette aus. Genau, da hast du hier unten so ein T-Stück dran. Und dann hast du hier die Kette und dann kann man sich die so ummachen. Ich habe natürlich jetzt das perfekte Outfit für Kettendemonstrationen gewählt. Muss man mir mal lassen. Habe ich klasse gemacht, oder? Und dieses T-Stück, das finde ich halt ganz nice, ne? Das ist dann halt so hier drin. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Ich lasse die Hüten fallen, Leute. Ja, finde ich total schön. Also ich finde es auch sehr entspannt, weil diese Kette sich jetzt nicht irgendwie so durch die Gegend bewegen kann. Sprich, du kannst jetzt nicht, dass der Verschluss nach vorne rutscht oder sonst irgendwas haben. Das hatte die liebe Cindy von Cinderella Blockt Neu gestern in ihrem Video auch erzählt. Hier oben verlinke ich euch mal die liebe Cindy. Das ist eine richtig schöne Kette. Die hat hier auf der einen Seite halt etwas gröbere Glieder und hier etwas feinere Glieder. Also das ist halt wirklich so eine Mismatched-Geschichte, ne? So ein bisschen etwas anderes. Und ich finde die wirklich schön. Die kannst du zu allem Möglichen tragen. Theoretisch müsste ich gar nicht so weit meinen Ausschnitt runterziehen. Die wird man so auch sehen, ne? Ich mag die auf jeden Fall leihen und für 39 Euro wert bekommst du die Umme mit dabei, wenn du für 50 Euro was shoppst. Und das finde ich auch nice, muss ich wirklich sagen. Genau. Dass die Produkte nickelfrei sind, habe ich, glaube ich, gesagt. Also die sind dann quasi allergiefreundlich, wenn man das so nennen mag. Weil es gibt ja doch den einen oder anderen, der so eine Nickelallergie hat. Kriege ich die nicht aus, doch. Und der Schmuck soll halt auch wasserfest sein, dass du theoretisch damit duschen könntest oder so. Ich persönlich dusche nicht mit Schmuck, ich schlafe auch nicht mit Schmuck an. Also ich dusche komplett nackelig, ich schlafe komplett nackelig. Und ja, deswegen habe ich das so nicht getestet. Was ich aber sagen kann, dadurch, dass ich die Ohrringe zum Beispiel jetzt auch ganz normal im Alltag getragen habe, die haben nicht abgefärbt oder sonst irgendwas. Die sind nicht angelaufen. Also die sind auch nach wie vor noch so schön, wie sie am Anfang waren. Die gefallen mir halt richtig gut. Das kann ich halt so schon mal als Feedback euch mitgeben. Genau. Und
ich würde einfach mal sagen, wenn ich zum Beispiel durch den Regen gelaufen bin, ne, das ist ja auch wie wasserfest quasi. Also da ist auch nichts passiert. Easy. Finde ich voll super. Und ja, deswegen habe ich auch super gerne die Kooperation angenommen, weil mir das mit dem Adventskalender und der Qualität so gut gefallen hat. Der hat, glaube ich, 149 Euro gekostet. Ich habe euch den eben ja auch eingeblendet. Und den konnte man in Gold oder in Silber holen. Und ich habe den in Gold geholt. Und seitdem habe ich auch echt viel sehr, sehr schönen Goldschmuck bei mir zu Hause. Mega klasse. Genau. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten. Da, ne, zwei Ketten, wo die mir halt schon geschrieben hatten, dass ich sie bekomme. Die ist auch schön. Zeige ich euch mal. So eine ähnliche hatte ich im Adventskalender drin, aber ich glaube, die habe ich meiner Mama dann in den Adventskalender gepackt. Und sieht super edel aus und diese Goldfarbe mag ich halt auch richtig gerne. Genau. Ich glaube, die kostet 39 Euro. Ich gucke mal eben kurz hier auf meinen scharfen Zettel, den ich hier... Genau, Double Trouble. Sieht, 39 Euro kostet die und aktuell sind da irgendwie 30% Rabatt drauf, sodass du 27,30 Euro dafür bezahlst. Meiner Meinung nach ein super fairer Preis. Die Öffnungsgeschichte ist übrigens auch ganz nice. Ne? Das lässt sich schön öffnen. Und die Kette schaut dann so aus. Ist halt so eine doppellagige Kette. Ist ja mega im Trend, ne? Dass man dieses 5 Milliarden Ketten auf einmal tragen hat. Weiß ich nicht. Kann man auf jeden Fall machen. Vor allem Richtung Frühjahr, Sommer, wenn man mehr so Ausschnitte trägt, kann ich mir vorstellen, dass es eine nice Geschichte wird. So, da hast du auch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich mache mir das eigentlich am liebsten aufs mittlerste oder sogar aufs weiteste. Und ich mag ja auch gerne dieses Kontrastprogramm. Ne? Ich trage ja gerne sowohl Goldschmuck als auch Silberschmuck. Sieht man an meinen Händen ja auch immer wieder. Ne? Und das ist eine schöne Kette. Kannst du nichts zu sagen. Die kannst du auch zu allem an, also die kannst du wirklich zu jedem Anlass tragen. Die ist sowohl schlicht als auch schick, als auch edel, als auch zurückhaltend. Zu tiefen Ausschnitten, zu normalen Ausschnitten. Ich glaube, die lasse ich jetzt tatsächlich auch um, weil die mag ich gerade so zu meinem, wie es jetzt gerade so aussieht, auch richtig gerne leiden. Also so lasse ich das jetzt auch. Ja, das mag ich leiden. Genau, ist halt eine halblange Kette, also nicht kurz, also nicht so wirklich ganz eng anliegend. Ja, also das könnte aber auch sehr, sehr vielen tatsächlich passen. Ne? Ich habe durch die Adventskalender herausgefunden, dass es tatsächlich ja auch bei Schmuck unterschiedliche Größen gibt. Habe ich mich so nie groß mit befasst, weil ich meist auch wirklich so ganz große Oversize-Ketten getragen habe, wo man gar nicht gucken musste, welche Länge hat die und so weiter. Ne? Da war ich immer sehr tiefenentspannt. Aber gut, gerade bei Ringen ist mir das aufgefallen. Ne? Oh, guck mal, das ist die nächste Kette. Die mag ich auch gerne leiden. Die hat hier auch noch einen Zipfel unten dran, den hole ich mal eben kurz raus. Das ist auch so eine etwas grobgliedrigere Kette. Und die ist in dieser Y-Optik. Das habe ich in letzter Zeit auch gerne häufig getragen. Ich weiß auch nicht, was los ist mit meiner Sprache. Ich hätte auch gerne häufig eine bessere Sprache. Naja, auf jeden Fall ist es halt so eine schöne einstellbare Kette. So ähnlich wie diese Y-Kette, die ich eben schon anhatte. Und die ist jetzt aber, glaube ich, ein bisschen länger, wenn ich das richtig sehe. Und vor allem durchgängig grobgliedrig. Genau. Die schaut dann so aus. Und die finde ich echt hübsch. Doch. Sehr schlicht, aber gleichzeitig dann doch dieses etwas gröbere, ne? Das mag ich auch. Die heißt Consistent, kostet normalerweise 45 Euro und aktuell 31,50 Euro. Ja, mag ich leiden, doch. Und ich finde das echt nice, wenn du dann vielleicht, ich meine, ich habe nicht die Okolyten, um mir einen schönen Ausschnitt zu machen, aber wenn ich mir theoretisch mal so einen Ultra-Push-Up anziehe und einen schönen Ausschnitt habe, ne? Wenn man dann so eine Kette ummache, wo dieser Zipfel hier unten einfach nur in die Hoopies reinfällt, finde ich voll nice. Doch, das mag ich auf jeden Fall leiden. Ist eine coole Geschichte, werde ich jetzt auch mal häufiger tragen. Dann werdet ihr das auch in den Videos etwas häufiger getragen sehen. Dann hast du hier auch dieses Plättchen, wo iCross nochmal draufsteht, ne? Und auch hier wieder witzig, du hast den Verschluss einfach vorne, sodass dir nichts nach vorne rutschen kann oder sonst irgendwas. Das finde ich schon durchdacht, muss ich sagen. Ich habe so einen Schmuckbaum, da hänge ich mir die gleich auch tatsächlich dran. Also Schmuckbaum ist gut, ich verlinke euch den mal unten in der Infobox. Ziemlich cooles Teil, so ein Schmuckrondell. Habe ich eins für Silberschmuck und eins für Gold- und Rosé-Goldschmuck. Mega. Genau, also vielen Dank iCrush, dass wir hier tatsächlich zusammenarbeiten können und ich ja, die Produkte mal zum Testen bekommen habe, um sie hier auch einfach mal zu zeigen. Wir bleiben jetzt einfach mal so beim groben Thema Schmuck und reisen in die USA. Es ist so, dass ich ja normalerweise eine Brille trage. Wer mir auf Instagram folgt, da heiße ich AiDuaitP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, hat auch schon gesehen, dass ich tatsächlich öfters eine Brille auch auf Videos trage oder wenn ich eine Insta-Story mache oder so, weil ich ja
habe eine kleine Sehschwäche und das ist einfach so, so weiter weg Sachen ist etwas schwierig für mich. Normal schminken kann ich mich natürlich, aber wenn ich zum Beispiel hier ins Display schaue, sehe ich mich nicht ganz so klar, um das mal so zu sagen. Ja, und das hat auch die Firma Zinf herausgefunden und hat mich dann erst über Instagram und dann später über E-Mail kontaktiert und gefragt, ob wir nicht vielleicht zusammenarbeiten möchten. Denn die stellen echt coole Brillen her, die wirklich interessante Gestelle haben, um das mal so zu sagen. Ich habe mich da auch ein bisschen was getraut und habe mir da auch zwei verschiedene ausgesucht, die nicht so ganz dem entsprechen, was ich normalerweise trage. Und ja, habe aber auch schon jetzt, da ich sie im Alltag getragen habe, sehr viele Komplimente dafür bekommen. Und das hat mir echt sehr gut gefallen. Also vielen Dank, liebe Firma Zinf, dass ihr mit mir zusammenarbeitet und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen zu sparen auf die sowieso schon super günstigen Produkte, die dort sind. Ich zeige euch erstmal das erste Produkt, also die kommen in solchen Kartons, ne? Also so ganz, ganz entspannt. Da steht auch hier Zinf drauf, da sieht man das Logo auch nochmal von denen. Und wenn man auf Instagram mal guckt, da sieht man auch viele Verlinkungen von vielen verschiedenen anderen Leuten, die halt die Produkte gekauft haben. Da sieht man auch, wie die Gestelle getragen aussehen, sag ich mal, ne? Genau, dann kommt das in einem Case, was ich super finde zur Aufbewahrung. Das ist halt so eine Pappschachtel, kannst hier dran ziehen und hast dann hier deine Brille mit dem Brillenputztuch drin. Es ist immer schwierig für mich, die in YouTube-Videos zu tragen. Das werdet ihr jetzt auch bei dem Hephaestus. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Warte mal. Hephaestus-Modell sehen. Genau. Da kostet tatsächlich die Brille, so wie sie hier jetzt ist, in Euronen ca. 38 Euro. Inklusive Gläser, inklusive Stärke, inklusive Hornhautverkrümmung, inklusive Blue Light Filter. So, Leute, haltet euch fest. Scharf, oder? Also die sitzt richtig gut, die ist total klasse. Mein Freund sagte, die ist ein bisschen groß, so von den Gläsern her. Ich mache mal das Ringlicht aus, ich weiß nicht, ob das, weil das spiegelt halt, ne? Dann seht ihr das vielleicht so ein bisschen besser, ich weiß es nicht. Genau. Ich finde die extrem schön. Ich kann damit sehr gut gucken, das heißt, die Gläser sind wirklich klar. Ich kann da also echt toll mitarbeiten. Die nervt mir nicht auf der Nase, die sitzt gut, die fühlt sich gut an. Ich musste die hier an den Seiten etwas breiter mir biegen, aber das war nicht schlimm. Das ist nur minimal, weil mein Kopf ist echt nicht klein vom Umfang her. Ich habe einen breiten Kopf, ne? Ja, und ja, wirklich, also die sitzt optimal. Man, also, ne, die schmeichelt meinem Gesicht. Ich finde, dass das einfach toll aussieht. Und das ist auch mein Lieblingsmodell. Wobei, ich glaube, mein Freund mag die andere ein bisschen lieber. Aber ich finde die klasse. Also, ne, die hat hier so ein bisschen Gold-Applikation. Ansonsten habe ich hier vom Rahmen her das in klar. Der Rahmen kostet irgendwie 25 Dollar. Und die Gläser haben dann noch mit dieser ganzen Geschichte, ne, ich habe das eben mal eingegeben im Online-Shop bei denen, ungefähr 21 Dollar gekostet. Hammer! Wirklich, ohne Witz, Leute, ne? Und da habe ich auch noch diesen Anti-Blue-Light-Filter drin. Oder dieses Anti-Blue-Light-Gedöns, also Blue-Light-Filter. Und ich kann da nur von schwärmen. Ich finde sie wirklich klasse. Und ja, hier sieht man die jetzt von der Seite, ne? Wie das quasi ausschaut. Jetzt habe ich das Ringlicht aus, egal. Hier haben wir so Pinöppel halt hinten, dass es dir nicht wegrutscht. Und an der Seite ist es halt irgendwie schick, aber halt auch irgendwie total schlicht, ne? Deswegen, also hat mir gut gefallen, habe ich auch Komplimente für bekommen und ich kann halt echt gut dadurch gucken. Mir macht es wirklich Freude damit und deswegen vielen Dank. Und jetzt kommen wir zum zweiten Gestell, das ist ein bisschen aufregender, nennt sich Elektra und wenn man das halt mit den Gläsern so bestellt, kostet das ungefähr 48 Euro. Genau, kommt aus den USA, hat ungefähr eine Woche Lieferzeit, muss man bedenken. Wobei, jetzt mal ohne Witz, ne? Wenn man sich sonst irgendwie Brillen bestellt, haben die auch so lange Lieferzeiten. Und die ist halt ein bisschen fancier, ne? Die ist halt einfach mal rund. Normalerweise trage ich keine runden Brillengläser, weil ich immer dachte, naja, wenn ich runde Brillengläser habe, sehe ich aus, als hätte ich ein Mondgesicht. Übrigens sehe ich mich jetzt endlich mal scharf im Display. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, die ist schon cool, ne? Wobei die hier halt diesen Stilbruch hat, weil das hier in der Mitte so ein bisschen eckig ist. Aber ansonsten, die Gläser sind rund und irgendwie, ne, ist aber nicht komplett rund, sondern so ein bisschen nur so nach oben, so minimal geliftet. Also, ich finde die scharf, Leute. Ne? Ich fühle mich auch, wenn ich diese Brille, ne? Ich fühle mich, das passt.
es passt einfach. So, die hat jetzt einen goldenen Rahmen, also komplett durchgehend Gold, ist ein bisschen filigraner. Und gerade wenn ich dann halt auch so Goldschmuck dazu trage, ne, das sieht schon ziemlich cool aus, ziemlich edel. Und ja, da zeige ich euch jetzt nochmal eben kurz mit Ringlicht an die Geschichte. Ja, spiegelt sich halt, ne? Aber so schaut es dann aus. Mag ich auch so gerne leiden. Und also, die Gläser haben eine tolle Qualität. Die Gestelle haben eine tolle Qualität. Ich trage das jetzt ungefähr beide, Entschuldigung, seit ungefähr 2-3 Wochen. Ne? So immer im Wechsel, dass ich einfach mal einen Tag die, einen Tag die, einen Tag meine, die ich sonst immer so hatte. Und ich hatte sowieso überlegt, mir neue Brillen zu kaufen, weil ich halt diese Abwechslung mal haben wollte. Und jetzt habe ich sie halt und es ist so cool. Ich finde es einfach großartig. Also das ist eine Kooperation, die für mich halt auch echt wie gerufen kam. Ne? Und ihr bekommt mit dem Code WELT 50% nochmal, also nochmal günstiger auf die Gestelle und 20% auf die Gläser. Und Leute, das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ne? Das ist mega. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich mir noch die ein oder andere Brille nachkaufe, dass ich einfach verschiedene Modelle da habe und dann einfach auch so wechseln kann. Ne? So schaut es dann aus. Hier hinten auch sehr, sehr angenehm. Da musste ich auch ein bisschen biegen, aber das ist nicht schlimm. Das kann man auf jeden Fall machen. Da geht nichts kaputt. Ja, aber es liegt halt an meiner Kopfbreite. Ne? Sehr schön. Also 1A Zinf, vielen, vielen Dank. Das ist eine ganz tolle Kooperation und ihr bekommt dort auch getönte Gläser oder ihr bekommt auch Gläser ohne Stärke, dass wenn ihr einfach so für Instagram-Fotos oder falls ihr einfach mal irgendwie ein cooles Foto mit einer coolen Brille machen wollt, könnt ihr euch das da auch holen oder theoretisch könnt ihr euch ja auch klar, also Gläser ohne Stärke und nur mit Sonnenbrille, ne, holen quasi. Genau, deswegen finde ich diese Kooperation aufregend, spektakulär und richtig geil. So, jetzt habe ich ein paar Pflegeprodukte, die ich euch gerne zeigen möchte. Und da würde ich einfach mal so in der Reihenfolge gehen, wie ich abends so theoretisch meinen Abend gestalte. Sprich, ich fange ja erstmal an, mich abzuschminken. Also die ganze Rotzepompe, die sich da auf meinem Gesicht befindet, die ja eigentlich wunderschön ist und wo ich mir richtig viel Mühe für gegeben habe, dass es so aussieht, wie es aussieht. Aber am Ende des Abends muss wirklich oder am Ende des Tages muss alles runter, damit deine Haut ja auch wieder normal sein darf. Ne? Also man muss immer sich abschminken, ansonsten ist das nicht gut. So, da kam jetzt die Firma Jepoda auf mich zu. Ich habe noch keinen Gutscheincode. Ich werde die heute Abend mal anschreiben und fragen, ob die mir einen Gutscheincode senden wollen. Bei Jepoda ist es so, dass ich heute Abend tatsächlich erst die Produkte austesten werde. Ich möchte euch aber trotzdem, weil ich heute jetzt dieses Video drehe, die Produkte zeigen. Jepoda ist eine Marke, die kommt aus Deutschland. Ich wollte gerade Berlin sagen. Ich glaube, die kommen mal aus Berlin, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe hier den Adressaufkleber nämlich entfernt. Und die stellen halt K-Beauty her, beziehungsweise verkaufen das. Ne? Ob das wirklich, ich glaube, das wird in Korea hergestellt, dann hierhin geholt und dann entsprechend verkauft. Ne? Genau. Da sind natürliche Wirkstoffe drin und ich muss wirklich sagen, der Versand von diesem Karton war so super schnell. Da hat mir nämlich die Influencer-Beauftragte, sage ich mal, morgens den Code geschickt und nachmittags war das Paket schon da, also das DHL-Tracking. Und ja, hier seht ihr dann auch das Logo, das habt ihr safe schon gesehen, ne? Das ist jetzt ja überall auf Instagram. Hier habe ich ein Kärtchen bekommen. Ja, das sind auch die Produkte zum Abschminken und eine Maske drauf. Sehr geil. Werde ich mit euch zusammen testen, auf jeden Fall. Und da wurde von der lieben Nika etwas handschriftlich draufgeschrieben. Liebe Claudia, ich bin Nika, die Co-Founderin von Jepoda und ich bin ein großer Fan von deinem Content. Oh lieb, dankeschön. Hier sind deine Produkte von Jepoda. Wir wünschen viel Freude beim Ausprobieren und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Liebe Grüße, Nika. Vielen Dank, liebe Nika. Mensch, das ist echt nett. Vor allem handschriftlich, das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, so kommt das Ganze dann an. Hi Pretty, what are you waiting for? It's time to enjoy some self-care. Worauf wartest du? Es ist Zeit, dass du ein bisschen Pflege machst, Selbstpflege. Dann steht es hier auf Koreanisch. Ich finde es wirklich witzig, ne, dass wir hier deutsche Firmen haben, die aber trotzdem alles auf Englisch schreiben. Aber gut, ja. Die sind auf Instagram vertreten, auf Facebook sind die vertreten. Made with Love in Korea, genau. Das wird in Korea hergestellt und dann kommt es aber aus Deutschland, weil es eine deutsche Firma ist. Und so sieht das Packaging dann aus. Ich kann mir aber vorstellen, dass man das so auch bekommt, wenn man das ganz normal dort bestellt, weil das ist halt eins von den
klassischen Sets, wurde mir gesagt, was halt normalerweise 141 Euro kostet und dann im Set halt 99 Euro. Und mit dem Rabattcode, den ich dir wahrscheinlich eingeblendet habe, kannst du dann nochmal ein bisschen sparen. Und hier haben wir dann ein Heftchen, wo halt drin steht, was drin ist. Nein, ich mache auch noch ein paar Beautybox-Unboxings hier auf diesem Kanal, deswegen bin ich da so ein bisschen in dem Flow, weil ich dieses Wochenende so viele Beautyboxen abgedreht habe. Tut mir leid. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein paar Ladies vorne abgebildet, ein paar Produkte aus deren Online-Shop abgebildet, wie die anzuwenden sind, was das für Wirkstoffe mit drin enthalten sind. Dann habe ich hier ein mega süßes Pinselchen mit drin. Ich würde mal sagen, das ist ein Maskenpinsel. Ich trage meine Masken ja auch immer mit solchen Pinseln auf, weil ich das einfach so schön finde, wenn ich so mit so einem Pinselchen über mein Gesicht gehe. Dann habe ich noch einen kleinen Spatel mit dabei, der in so ultra süßen Organza-Säckchen ist. Das ist auch sehr, sehr geil, weil wenn du zum Beispiel eine Creme hast oder sowas, ne, so ein Pöttchen, geht man eigentlich ungern so mit dem Finger rein. Weil wer weiß, was du alles an deinem Finger hast. Ein Pflaster zum Beispiel. Nein, und hier ist halt auch noch so ein kleiner Spatel mit dabei, sodass du halt, ohne dass du da irgendwo reinpacken musst, das Produkt rausbekommst. Finde ich cool. Dann habe ich aber auch noch so ein Tuch mit dabei und das erinnert mich sehr an viele Abschminktücher, die ich so habe. Normalerweise machst du das nämlich so, wenn du zum Beispiel einen Abschminkbalm hast, Abschminkbalm, Cleaning Balm, dass du dir das Produkt trocken halt so in der Haut einarbeitest und das so einmassierst, damit das Make-up so aufgebrochen werden kann. Und dann nimmst du diesen Lappen, sage ich jetzt mal ganz freundlich dazu, den du vorher richtig schön nass gemacht hast unter warmem Wasser und dann legst du dir den einfach, mit welcher Seite auch immer, das hat ja zwei verschiedene Seiten, auf dein Gesicht, lässt das kurz drauf, damit quasi sich das alles so, ne, verbinden kann, die Wärme, fupp, Make-up wird wie magisch angezogen und in den Lappen rein, man weiß es nicht. Und dann kannst du den jetzt so vorsichtig abnehmen. Hier hast du zwei verschiedene Seiten. Einmal ist das so eine Kuschelseite, würde ich jetzt mal so dazu sagen. Die fühlt sich halt wirklich an wie diese Abschminkpads, die ich normalerweise auch so habe, diese wiederverwendbaren. Ne? Und auf der anderen Seite ist das diese Seite, die hatte ich auch schon mal bei einem anderen Abschminkbaum als komplettes Tuch. Ich weiß gar nicht, wie genau dieses Material heißt. Das ist, glaube ich, so ganz spezielles Baumwollmaterial, keine Ahnung. Denn ich glaube, dass man diese Seite, also die Nicht-Kuschelseite, sich auf sein Gesicht legt, damit es einwirken kann und das kurz damit abnimmt. Und mit der Kuschelseite kannst du es gründlich herunternehmen, weil du hier ja diese einzelnen Fasern drin hast, ne? Genau, aber das werde ich heute dann anfangen auszuprobieren. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich da auch einen Insta-Post oder sowas von, da muss ich halt wirklich gucken. Spätestens im Aufgebraucht-Video werde ich euch berichten, vielleicht mache ich auch mal demnächst wieder eine Abendroutine, dass ich vielleicht die ganzen Produkte hier mal in Anwendung zeigen kann. Die meisten jedenfalls. Wobei tatsächlich auch das letzte Produkt, was ich ganz am Ende zeigen werde, was mit Food zu tun hat, auch in meine Abendroutine passen könnte. Na gut, wir gehen jetzt mal durch die Produkte durch, die sich hier drin befinden. Und das ist schon mal richtig schwer, was hier drin ist. The Calm Balm. Olive and Coconut Oil Cleansing Balm. Genau, das machst du mit dem Tuch. Deeply Cleansing, Nourishing und Relaxing. Also das ist tiefenreinigend, nährend und entspannend. Good Morning, Good Night. Step 1. Genau, also das machst du zuallererst, dass du dir damit die ganze Rotzebampe quasi vom Gesicht nimmst. 1% für den Planeten steht hier drauf. Achso, das ist wohl scheinbar so eine Gemeinschaft, dass 1% des Erlöses wohl dem Planeten gespendet wird. Das finde ich nett. Pointive Reinigung, sanftes Peeling. Ach, guck mal. Und Poren verkleinern. Gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, muss ich ehrlich sagen, weil durch die trockene Haut, die ich habe, habe ich jetzt nicht vergrößerte Poren. Da macht das, ne, das ist bei mir ehrlich egal. Der beste Freund des Calm Balms. Nee, das ist The Double Bubble. Das ist noch was anderes. Da unten ist der Calm Balm. Okay, pointive Reinigung, pflegend und beruhigend. Ich war schon einen Schritt weiter. Tut mir leid, Leute. Zeit zum Entspannen. Der Calm Balm entfernt sanft Make-up und andere Verunreinigungen deiner Haut. Jo, bringe den Balm zwischen deinen Händen. Sagt man Balm? Sagt man Balm? Oder sagt man Balm? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich sag Balm. B-O-M. Massiere ihn dann in deine Gesichtshaut. Check. Schäume ihn mit etwas Wasser leicht auf. Okay, das sollte man vielleicht auch machen. Und dann kommst du erst mit den nassen Musselin-Waschlappen um die Ecke. Okay, Musselin war die eine Seite, ne? Die halt nicht so flauschig war. Genau. Und dann mit dem Waschlappen über dein Gesicht waschen, Talg und Make-up und Rampampam entfernen und dann den Schaumreiniger für den nächsten Schritt. Der Schaumreiniger ist dann hier wahrscheinlich auch noch irgendwie mit dabei. Gut, dann gucken wir uns aber den Calm Balm einfach mal an. Das ist schon schwer, ne? Das ist wirklich Glas. Das ist schon cool. Nice. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Wird auch auf jeden Fall in meinen Badezimmerschrank gut reinpassen. Das sieht vom Logo halt echt sehr verspielt aus, ne?
Interessant. Okay, hier habe ich dann nochmal so eine extra Abdeckung davon. Okay, das Kokos riechst du nicht so raus. Es riecht sehr frisch. Riecht sehr angenehm. Genau, das wird dann auf jeden Fall heute Abend zum Einsatz kommen. Next one. Da sind wir bei The Bubble Double. The Bubble Double haben wir hier ebenfalls enthalten. Also das ist schon schwer, ne? Da merkst du, dass es die Glasverpackungen sind. Und hier haben wir das drin, was ich eben vorgelesen habe. Hier sind übrigens 120 Milliliter drin. In dem hier waren jetzt drin 80 Gramm. Genau. So, The Bubble Double, das ist dieses mit dem Porentief Reinigung, sanftes Peeling und Poren verkleinernd. Ja gut, ne? Der beste Freund des Calm Balms. Nach einem langen Tag gibt es kein besseres Duo für eine gründliche Tiefenreinigung deiner Haut. Der Bubble Double hinterlässt sie sauber und strahlend. Und da machst du einfach eine walnussgroße Menge auf dein Gesicht und wäschst es ab und dann mit einem weichen Handtuch abtrocknen. Klar, ganz normal Gesichtsreinigung. Und das ist halt dieses Double Cleansing, mache ich sowieso jetzt aktuell auch. Ein Ölcleanser habe ich jetzt aktuell in Verwendung. Das gefällt mir und meinen Augen vor allem nicht so unbedingt gut. Und unter der Dusche verwende ich halt auch einen Schaum. Das ist aber ganz cool nochmal zum Tiefenreinigen. Und dann gehe ich auch mit meinem PMD, Rosenquarz, Blabla, Gummivieh, Vibrationsmappe drüber, um dann halt das Double Cleansing zu beenden. Also krass finde ich halt wirklich, dass es hier aus Glas ist. Bin ich ehrlich. Und es sieht wirklich schön aus. Mag ich auf jeden Fall leiden. Ich hoffe, dass es auch sanft zur Haut ist, denn ich habe ja eine sehr empfindliche Haut. Habe ich ein bisschen Angst. Natural, animal friendly, vegan, produced mindfully, okay, und made with love in Korea. Mhm. Guten Morgen, gute Nacht und guten Rampampam. Riecht jetzt so nach nichts. Ich will es ja immer riechen, ich bin ja so ein Nasenmensch. Auch wenn Parfümstoffe ja echt böse sind, aber wenn es frisch riecht, ist es ja nicht, dass da Parfüm drin ist, ne? Das riecht super frisch, das riecht sogar fast fruchtig. Na, da müssen wir mal gucken, ob wir Freunde werden, wir zwei. Weil fruchtig bedeutet bei mir meistens, dass es halt so ein bisschen, das ist hier gerade am Rumspacken, lag ja auch, ein bisschen Mist gebaut. Oh nein, hier ist ein Handtuch, aber da liegt meine Brille drauf. Genau, ich habe immer ein bisschen Angst, vor allem was irgendwie ein bisschen säuerlich ist oder irgendwie Säure enthalten könnte oder sonst irgendwas, ne? Weil ich da halt schnell drauf reagiere. Aber Leute, dafür, wie gesagt, bin ich ja da, um zu gucken, ob das funktionieren kann. Ja, Salicylsäure ist hier nämlich auch drin, ne? Und Granatapfel ist hier auch mit bei, genau, das riecht man auch. Also das mit der Salicylsäure muss ich halt echt gucken, ob ich das wirklich täglich anwenden kann. Ich habe ja wirklich hier unten meine Verunreinigung. Und mal gucken, ob die dadurch weggehen. Also das, wie gesagt, wird ab heute verwendet. Mal schauen. Mache ich vorher nachher Bilder? Das ist ein bisschen frech, weil ich gerade meine Los Vojos habe ich ja gelernt. Die habe ich ja gerade. Dann ist es natürlich ein bisschen frech, wenn ich das jetzt mache und dann das nächste Bild mache, wenn ich quasi mit meiner Los Vojos eben nicht in den Los Vojos bin. Na, mal gucken. Aber nein, das finde ich interessant. Das finde ich cool. Wird ausgetestet. So, und dann kommen wir zum nächsten. Oh, hier sind 4 Produkte drin. Genau, dann ist es auch wirklich dieses 99-Euro-Set, ne? Eine Maske und ein Mist. Also das Mist nehmen wir zuerst. Da habe ich jetzt aktuell auch noch eins in Anwendung, was jetzt aber aufgebraucht wird. Also das ist jetzt auch bald leer. Das heißt, das kann ich danach verwenden. The Mist Have Hyaluronic Acid Lavender Face Mist. Hydrating, Revitalizing und Relaxing. Also das hört sich nach etwas an, was mir gefallen wird. 50 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist ein Gesichtsspray, also quasi ein Toner, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Das würde ich mir dann quasi, wenn ich mein Gesicht gereinigt habe, aus der Dusche rauskomme, mein Gesicht abgetrocknet habe, als allererstes ins Gesicht geben, damit die Haut sich schon mal daran gewöhnen kann, dass Pflege auf sie zukommt, ne? So, The Mist Have. Auch hier wieder Glasflasche, finde ich echt klasse. Hydrating finde ich für mich sehr, sehr wichtig, denn trockene Haut und so, Leute, ist da volle Elle am Start. Und mit Lavendel ist auch schön, weil das beruhigt. Ich mag auch gerne Lavendelduft, um ehrlich zu sein. Und hier steht The Mist Have. Die Geheimwaffe für trockene Haut. Das ist mein Ding. Morgens, abends und wann immer du einen frischen Kick zwischendurch brauchst, ein paar Spritzer Mist Have pflegen und revitalisieren deine Haut sofort. Feuchtigkeit spendend, revitalisierend und beruhigend. Erst schütteln, dann 2 bis 3 Spritzer auf dein Gesicht hauen und dann einziehen lassen oder mit den Fingern einklotteln. So mache ich das immer, ne? Also ich fülle ja sogar meine normalen Toner, die ich habe, in Sprühflaschen um. Sammy schnarcht da vor sich hin. Ist das nicht unfassbar süß? Lässt sich da von dieser Tageslichtlampe
die ich euch auch mal in der Infobox verlinken kann, anstrahlen und schläft. So süß. Egal. Ne? Fülle ich gerne in Sprühflaschen um, weil ich das einfach super angenehm finde, wenn man das mit einem Sprüher macht und dann nicht halt ein Pad für benutzt. Ja, wird auf jeden Fall, wie so alles hier, ausprobiert. Last but absolutely not least, weil ich liebe Masken, haben wir hier eine Maske. The Seatox User Fruit Vitamin C Matte Mask. Davon hat die liebe Cindy mega geschwärmt. Cindy, ich nehme dich beim Wort und hoffe, dass es bei mir genauso funktioniert. Ja, das ist dieses wunderschöne Packaging. Ich finde es übrigens auch cool, dass es irgendwie so Pappe ist. Ne? Das wirkt alles sehr natürlich hier. Dann Glasmoppet, finde ich toll. User Fruit, das ist wieder Frucht, müssen wir gucken. Ne? Vitamin C und halt matt ist Schlamm oder Lehm. Ich bringe das immer durcheinander. Das soll sowohl mattieren als auch Brightening geben. Das neue Energie für deine Haut. Das Vitamin C der Maske gibt deiner Haut ein- bis zweimal pro Woche einen revitalisierenden Frische-Boost. Und Kurkuma macht den Skin Detox komplett. Kurkuma, da müssen wir gleich dran riechen, Leute. Aber es soll dir strahlenden Glow geben, einen Detox-Effekt und mattierend. Das ist total widersprüchlich, oder? Witzig. Ja, und das machst du, nachdem du das alles gereinigt hast, auf die Haut drauf, nimmst den weichen Pinsel, der hier mit beiliegt, und dann machst du die nach 15 Minuten wieder ab. Ja. Ne? Das hier ist dann das Dream Team und auch das werde ich heute Abend einfach mal verwenden. Aber bevor ich da ein Video zu drehe, Leute, benutze ich die Produkte erst ein paar Mal. Das mache ich jetzt nicht beim allerersten Mal. Witzig, das riecht wie eine Tex-Mex-Würzmischung. Interessant. Also da hast du sowohl so ein bisschen Orangengedönsen mit dabei, als auch dieses sehr orientalische, dieses Kurkuma, ne? Vielleicht... Ja, ich mache demnächst eh eine Maskenwoche nochmal und da mache ich eine Maskenweltreise. Vielleicht nehme ich dann, ja macht Sinn, ne? Nehme ich die dann auch mit dabei oder mache ich ein komplettes Hipoda-Video? Ich weiß noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, Leute, ne? Wie ihr auch so Bock habt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Soll ich ein komplettes Hipoda-Video über diese vier Produkte machen oder soll ich das in andere Videos integrieren, in eine Abendroutine, Morgenroutine, in ein Maskenvideo, wie auch immer? Schreibt mir das gerne, das würde mich echt interessieren. Vielen Dank an Hipoda, da bin ich gespannt auf die Produkte, wie das bei mir so funktioniert und ob ich genauso begeistert bin wie so gut wie alle anderen, die darüber gesprochen haben. Ist echt Wahnsinn. Und ja. Bin gespannt. So, weiter geht die Weltreise. Ich habe euch davon erzählt, ne, dass ich ja noch ein bisschen was für die Gesichtspflege habe. Das habe ich auch jetzt schon ein Weilchen verwendet. Das ist im Prinzip auch schon das zweite Mal, dass ich mit der Firma Beauty Mates eine Kooperation habe. Hatte ich letztes Jahr auch schon mal. Da habe ich eine Tagescreme oder eine Creme zugeschickt bekommen. Dann hatte ich einen Augenbooster und ein, ich glaube, Antifaltenbooster oder sowas war das auch tatsächlich. Ne? Genau, und das hat mir da schon echt gut gefallen. Hat Spaß gemacht, damit zusammenzuarbeiten. Und da hatte ich auch schon einen Code für euch mit an die Hand bekommen. Und auch dieses Mal ist es wieder der Fall. Und zwar gibt es diesmal 20% mit dem Code CLAUDISWELL20. Beauty Mates ist eine Firma, die bringt Wirkstoffkosmetik raus. Also du hast quasi so ein Set-Konfirator und darüber kannst du dir dein individuelles Set zusammenstellen. Habe ich auch gemacht. Du kannst zwischen zwei verschiedenen Cremes wählen. Ich habe mich für die Creme entschieden, für trockene Haut natürlich. Das ist die Hyaluron Cream Lift. 24 Stunden Intensivpflege. So sieht die Verpackung aus und so sieht die Creme aus. Soll ja ein Dupe sein zu der Charlotte Tilbury Creme, ne? Und dann gibt es noch da als Alternative eine, die macht so ganz normal für die normale Haut halt, ne? Die gibt dir nicht so diesen Feuchtigkeitskabuff, sondern die ist dann etwas leichter, sage ich mal. Genau, hier habe ich halt wirklich noch nicht so viel verwendet, aber ich habe sie ja schon einmal aufgebraucht, deswegen, ne? Aber ich habe sie jetzt diese Woche schon verwendet. Heute ist Sonntag und ich verwende sie seit diesem Montag auch schon. Ich liebe diesen Duft. Ich weiß nicht, woran mich das erinnert. An irgendeine Creme, die meine Mama damals genommen hat. Ich glaube, so eine Fettcreme oder so für ihre Hände war das. Das ist so ein bisschen... Erinnert mich daran. Es ist so pflegend riecht es direkt, aber die haben halt keine Parfümstoffe drin, aber trotzdem, ne, es ist halt trotzdem riecht die Creme ja nach Creme und das mag ich einfach und das kannst du dir morgens und abends drauf machen. Ich verwende es aktuell morgens zusammen mit den Boostern, die ich euch gleich zeigen werde, die ich quasi als Serum nehmen werde oder Serum nehme. Wir haben halt in den Produkten echt überhaupt kein Rampampam oder sowas drin, das heißt, wir haben tierversuchsfreie Produkte, wir haben vegane Produkte, parfümstofffreie Produkte ohne Konservierungsstoffe und den ganzen Kram. Heißt natürlich auch, du musst das Produkt
Produkt schon nach einer Weile aufbrauchen. Ne? Also hier steht jetzt bei den Cremes drauf 12 Monate und bei den Boostern 6 Monate. Länger solltest du es nicht offen haben. Mir ist es sowieso so, dass wenn ich ein Produkt öffne, ich es dann auch direkt verwende. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch die Produkte von Yepoda aufgemacht, weil ich sie direkt jetzt verwenden werde. Ansonsten wäre jetzt quasi der Zeitpunkt, wo die Uhr anfängt zu ticken, ne? Und das wäre halt total schade drum. Auch wenn die Produkte von Beauty Mates echt nicht super teuer sind, ne? Du zahlst für das komplette Set unter 70 Euro. Und das sind 3 Produkte, die enthalten sind. Denn du kannst dir bei diesem Set dann auch 2 Booster dazu aussuchen. Und wenn du dann meinen Code verwendest, sparst du ja nochmal 14 Euro auf das komplette Set. Also es ist wirklich vollkommen erschwinglich vom Preis her. So, zum aktuellen Zeitpunkt brauche ich eben 2 verschiedene Produkte in meinem Gesicht als Serum. Das ist einmal etwas gegen Falten, denn ich bin dieses Jahr 32 Jahre alt und meine Haut merkt nun mal, dass ich nicht mein ganzes Leben lang Sonnenschutz getragen habe und dass ich auch nicht mein ganzes Leben lang freundlich mit ihr umgegangen bin. Ne? Deswegen auf jeden Fall musste der Antifaltenbooster mit, der mindert Falten und glättet die Haut. Da gebe ich mir einfach immer so 2 Tropfen von auf. Das habe ich euch auch oder werde ich euch demnächst auch in einem Schminki ein bisschen intensiver zeigen, wo ich ein Fullface mit NARS Kosmetik geschminkt habe. Da habe ich euch die Produkte auch in Anwendung gezeigt. Genau. Ne? Das gebe ich mir dann meistens halt auf die Stirn und so auf den Wangenbereich, Hals und Dekolleté. Da kommt der Booster mit drauf. Und da, wo ich nun mal Unreinheiten habe, was jetzt aktuell hier ist und hier, gebe ich mir den Anti-Pickel-Booster auf. Für eine sichtbar reinere Haut. Man kann das theoretisch auch einfach nehmen, sich die Creme so ein bisschen in die Hand geben. Ist eigentlich auch so gedacht, weil es sind hochkonzentrierte Wirkstoffe. Ne? Eigentlich ist das nicht gut, wenn du es direkt aufs Gesicht machst, glaube ich. Aber ich mache es trotzdem. Ich bin ein Rebell. Auf jeden Fall, normalerweise machst du dir ein bisschen auf deine Hand. Dann von der Creme, dann machst du dir Tropfen hiervon, Tropfen davon drauf. Vermisch das und gibst es dann auf dein Gesicht. Ich mische es quasi auf meinem Gesicht. Ja. Cool finde ich übrigens bei den Boostern, dass du hier so eine Pipetten-Geschichte hast, die echt geil ist. Die macht Spaß. Du drehst es einmal hoch, dann kommt der Pinöppel hoch, dann drückst du auf den Pinöppel, dann ist deine Pipette aufgeladen. Dann drehst du es weiter, kannst es rausnehmen und hast dann hier das Produkt drin. Tada! Mir macht Spaß. Ja, manchmal muss man Spaß haben. Und wenn man das dann halt weiter dreht, dann dreht sich der Pinöppel wieder rein. Genau, so viel zu Beauty Mates. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und auch sehr angenehm. Wie gesagt, trage ich jetzt ja auch schon seit einer Woche auf dem Gesicht. Hat mir gut gefallen bislang. Ich muss sogar sagen, also auch wenn ich hier Mr. Fried den 5-Milliardensten habe und ansonsten meine Haut auch am Ausrasten ist, Leute, ich habe Los Vojos, ne? Ich nenne es jetzt nicht mehr Erdbeerwoche, ich nenne es Los Vojos. Meine Haut rastet aus. Das ist normal. Aber der Anti-Pickel-Booster hat schon mal so ein bisschen diese Rötung vermindert und so ein bisschen, ne? Alles irgendwie für mich gefühlt schöner gemacht. Ja, ich habe jetzt 5 Kilo Make-up auf dem Gesicht, aber es ist schon besser geworden. So, schon mal als Zwischenfazit. Das nächste, was ich euch vorstellen möchte, fehlt natürlich jetzt noch in der Beauty-Pflegeroutine und das ist eine Augenpflege. Ja, das passt irgendwie gerade ziemlich cool mit den Kooperationen zusammen, Leute. Ne? Das finde ich auch. Da habe ich von Good Molecules etwas zugeschickt bekommen. Bekommst du bei Beautylish. Schaut auf jeden Fall bei Jennys Highlights vorbei. Die bestellt sehr, sehr häufig bei Beautylish. Und die kann da vielleicht zu Zoll und so weiter ein bisschen mehr sagen, als ich das kann. Auf jeden Fall kannst du Good Molecules sowohl bei denen im Online-Shop kaufen, als auch bei Beautylish. Und von denen habe ich jetzt eine Augencreme zugeschickt bekommen. Das ist die Yerba Mate Wake Up Eye Gel Geschichte mit 15 ml. Formulated to help revitalize and energize the eye area. Kann ich sehr gut gebrauchen, denn meine Augen sind aktuell echt im Arsch, um das mal so zu sagen. Denn ich habe eine Augencreme an Anwendung aus einer Beautybox, die sackenteuer eigentlich war. Mehr dazu im nächsten Aussortiert-Video, Leute. Da bin ich ein bisschen böse. Bei Beauty Mates ist das Coole, dass du zum einen ein Produkt hast, was sehr, sehr gut ist von dem, was es auf dem Gesicht macht. Ich habe auch öfters mal Produkte von denen verwendet, die mir bislang alle super gefallen haben. Ich hatte ein Serum von denen. Ich habe aktuell in Anwendung einen Priming Moisturizer. Wirklich gute Produkte. Gesichtssprays hatte ich von denen. Also ganz, 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 ganz schöne Geschichten. Und nebenbei, sie sind halt auch echt erschwinglich vom Preis her. Ne? Das ist echt nice. Hier stehen auch die ganzen Wirkstoffgeschichten drin. Also was da quasi an Inhaltsstoffen drin ist. Halt's euch mal in die Kamera. Ich bin kein Inhaltsstoff-Spezialist, um ehrlich zu sein. Ja, es ist jetzt winzig klein, ne? Aber steht hier wirklich sehr gut aufgeschlüsselt, auch vor allem die genaue Zusammensetzung, ne? Sprich, wie viel Prozent und so, also hammermäßig, finde ich sehr offen von denen, ne? Morgens und abends machst du es drauf, 5,2 ist der pH-Wert, also Wahnsinn, was hier an Informationen draufsteht einfach, ne? Und das ist eine Augencreme, die sehr fancy aussieht. Echt, die sieht aus, als hätte man quasi aus der Apotheke eine Creme, die ein sehr cooles Design verpasst bekommen hätte, oder? Also wird auf jeden Fall jetzt bei mir in Anwendung kommen.
für morgens, weil Wake-up-Eye-Gel, ne? Und dann passt das, dann kommt das nämlich in die gleiche Pflegeroutine wie die Geschichten von Beauty Mates mit rein. Denn abends verwende ich als Vergleich für mich persönlich die Charlotte Tilbury Magic Cream, glaube ich, weil das soll ja das Dupe sein. Also Quatsch, die Beauty Mates Creme soll ja das Dupe dazu sein. Und das möchte ich einfach tatsächlich auf dem Gesicht dann über einen längeren Zeitraum und dann einfach mal testen und euch eine Review geben und so. Voll cool von mir, oder? Habe ich so überlegt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber, dass Good Molecules mir mal wieder ein freundliches Paket geschickt hat. Also vielen, vielen Dank. Ich hatte hier auch noch mal so ein Flyer mit dabei, a legendary ingredient from the Brazilian rainforest. Also es ist ein legendärer Inhaltsstoff aus dem brasilianischen Regenwald. Okay. Ah, dieses Yerba Mate, ne? Legendärer Baum aus Südamerika. Und der ist dafür bekannt, mit seiner Kraft den Körper und den Geist zu stimulieren. Finde ich ziemlich scharf. Du hast da eine natürliche Quelle an reichen Antioxidantien und Polyphenolen. Das soll dir vor der Alterung helfen und dich vor Sonnenstrahlen, also UV-Strahlen schützen. Du siehst jugendlicher aus, strahlender und hast eine energiegeladene Haut. Das kostet übrigens $6. Das meinte ich, ne? Das ist wirklich erschwinglich, finde ich echt krass. Hyaluronsäure, Peptiden und das revitalisiert müde und Puffy Eyes. Das ist auch wieder parfümstofffrei und tierversuchsfrei. Also ich finde es cool. Leute, ich finde es wirklich cool, ne? Ich werde es ausprobieren, ich werde es jetzt testen und ihr seid mit dabei. Kommen wir zum letzten Kooperationsprodukt und das ist tatsächlich etwas, was bei mir wie Arsch auf einmal passt, um ehrlich zu sein. Denn ich habe eine Anfrage von Snagger bekommen. Ich musste so lachen, als ich nach der Anfrage halt direkt auf die Homepage gegangen bin. So schaut das Logo aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt. Ich habe es auf Instagram auch tatsächlich schon mal gesehen. Also da wurde das schon mal vorgestellt. Das ist eine Firma aus Zwickau, sprich auch aus Deutschland. Und da habe ich ein schönes Food-Paket gekriegt, um das mal so zu sagen. Ich finde es scharf. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Food-Produkt an. Das ist aber nicht das Produkt Snagger, ne? Also das ist das Produkt, was man damit verwendet. Das sind Knickknacks. Ich liebe Knickknacks. Leute, ich liebe Knickknacks und ich liebe diese Erdnüsse, die quasi mit Schokolade ummantelt sind. Oh, voll mein Ding. Esse ich jeden Abend. Also das gehört halt auch wirklich zu meiner Abendroutine. Aber wer kennt's auch? Du hast halt so eine Tüte, machst die hier halt auf, wie es hier steht. Zum einen fliegt dir das immer durch die Gegend. Wir haben sowas gerne mal bei uns in der Couchritze dann drin oder auf dem Boden. Dann kommt Sammy und denkt sich, lecker, frisst das und nachher kotzt er. Und wer das wegmachen? Ich. Ja, das ist total großartig. Und ja, ne, deswegen, also ich fülle mir sowas eigentlich immer so in Schälchen ab. Aber auch das ist eher so die halbe Alternative dazu, weil gerade wenn du solche Sachen hast, die halt so salzig von außen sind, entweder solche Knickknacks oder Chips oder da gibt es ja auch so Sticklets oder sonst irgendwas, ne, die man auch so kaufen kann. Ich habe immer so diese fettigen Krümelfinger. Und wo gehen diese Krümelfinger hin? Oder auch in die Decke. Oder auf die Couch. Und wer hat zwei Daumen und darf es wegmachen? Ich. Das ist halt immer das Ding. Und da hat sich die Firma Snagger halt etwas überlegt, was ich so geil finde. So in der Art hatte tatsächlich mein Schwiegerpapa in Spee das auch mal selber nachgebastelt zu Hause. Ein Traum. Das heißt, er wird safe einen davon bekommen. Er wird sich mega freuen, weil er auch so ein Erdnussfan ist wie ich. Genau, ich rede von diesen Dingern. So geil. Also ich feiere das wirklich. Das ist jetzt in der Verpackung drin, ne? Aber das sind halt diese Snagger. Da machst du das Produkt einfach rein und dann kannst du dir das bei Bedarf halt einfach portionsgerecht rausholen. Also das erste Geile ist ja wirklich das mit dieser Sauberkeit. Dann, es sieht stylisch aus. Ich finde es wirklich schön. Das kannst du so auf dem Tisch stehen lassen. Dann, wenn man so Besuch bekommt und Kinder kommen vorbei, können die nicht direkt reingreifen und sich die schönen bunten Smarties rausnehmen oder die schönen Knickknacks oder so. Das heißt, du kriegst auch keinen Stress mit den Eltern, wenn das bei dir irgendwo rumsteht. Du hast hier wirklich eine... Ich habe es gerade vergessen gehabt, ne? Ich bin alt und vergesslich. Es tut mir leid. Gerade nachdenken und da ist es mir wieder eingefallen. Du hast hier wirklich eine bestimmte Größe, die dir vorgibt, welche Portionsgröße du abends dann zu dir nimmst. Weil ich bin ja sackenfaul. Ich mag es dann nicht, abends nochmal von der Couch aufzustehen und dann quasi meine Schüssel oder den Snagger oder wen auch immer nachzufüllen, um dann wieder nachzulegen. Ne? Das heißt, du hast hier schon vorgegeben die Portionsgröße. Finde ich klasse. Oder du machst dir halt nur so viel rein, wie du brauchst oder quasi selber an dem Abend essen möchtest. Man kann also einfach den Deckel abnehmen.
theoretisch kann man jetzt hier auch die Feder lösen und das ganze Ding dann in die Spülmaschine packen, mit der Hand durchspülen. Machen wir jetzt nicht. Wir snacken jetzt ein bisschen. Guck, da passt gar nicht die ganze Tüte rein. Ich finde das klasse, bin ich ehrlich, weil ich esse dir sonst an einem Abend die ganze Tüte weg. Und so habe ich jetzt ungefähr 2/3 reinbekommen. Das ist auf jeden Fall human. Und dann liege ich nämlich abends im Bett und mir ist mega schlecht, weil ich so viel gegessen habe. Wer kennt's noch? Kannst du hier so drauf drücken und dann kommen deine Snacks raus. Du kannst es natürlich so machen. Aber dann hast du ja auch wieder Kram, ne? Du kannst es natürlich auch so machen. Mega. Ich feiere das voll. Natürlich darf ich euch auch hier meinen Rabattcode nicht unterschlagen. Ne? 10% Rabatt, Claudies Wedding, bekommst du dann auch noch mit dabei. Dann kannst du dir die halt organisieren und ich finde sie toll. Und dann hast du 2 Snacker. Ich habe hier einmal in Rot einen und der in Blau, der geht dann auf jeden Fall an meinen Schwiegerpapa in Spee. Der wird sich sehr, sehr freuen. Also quasi an den Papa von meinem Freund. Und ja, der Snackspender. Einfach sauber snacken. Der wird es feiern ohne Ende. Der wird es genauso feiern wie ich, weil der auch so ein Erdnuss-Fan ist, ne? Okay, Leute, das war es jetzt tatsächlich mit meinem PR-Boxen-Unboxing. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so fandet, ne? Dass ich quasi das alles in einem Video mache. Oder ob euch das zu viel war, ob euch das zu lange ist, ob ihr das lieber gestückelt haben möchtet. Aber ich habe mir gedacht, es macht irgendwie Sinn, das Ganze einmal zu sammeln und euch das dann so zu zeigen. Feedback ist immer wichtig, Leute. So, das war's. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!